Meine Damen, meine Damen und meine Kinder, denn Herren sind ja bekanntlich auch nur Kinder oder im Herzen Kinder. Wir sind hier und heute wieder auf der Kante, der hohen Kante und haben jetzt gerade einen Helix gefunden. Einen Helix. Und den holen wir uns. Nur mal so testweise. Aber den Test ist ja bekanntlich auch sehr gut. Und wie auch immer haben wir... Oh! Eine gepresste Blume. Sehr schön. Holen wir die uns gerade. Ja, 100 Meter. Geht da. So, runter, meine Dame. Oh. Ganz runter. Wenn Sie wollen, dann können Sie das gerne tun. Reizhusten ist immer noch da, meine Freunde. Reizhusten ist immer noch in der Party. Und ich habe mich mal kurz die Nase entleert. Mit der Schleimbildung. Ja, ist immer noch was anderes es zu erleben, als es zu sehen. Eine Kopfgeldjagd. Ich mache. Was glaubst du, wer du bist? Verhalte dich ganz normal. Was glaubst du, wer du bist? Nimm deine Drecksgriffe da weg! Hilfe! Polizei! Still! Ruhig! Was wollen Sie? Die hat ja nichts zu tun! Ja, du kannst mich! Schaff mir diese Furie vom Leib! Lange durchhalten! Hey, schnappt sie euch! Ja, du kannst mich! Ha! Schaff mir diese Furie vom Leib! Ja, du kannst mich! Schaff mir diese Furie vom Leib! Ja, du. Jetzt komm mal her! Ja, du kannst mich! Schafft mir diese Furie vom Leib! Oh Mann! So, ich glaube, der bleibt da. Ach, wir müssen anonym bleiben. Verdammt nochmal. Und wo waren wir? Alles geht den genauen Wegen. Lass mich hier raus! Nichts der Wege. Tschüss, das war's für euch. Ihr Landratten. Oh. Ein altbekannten Ort unter der Kutsche. Unter der Kutsche, sag ich schon. Unter der Brücke natürlich. Ich will immer was haben. Ist der immer noch da drin oder wie? Weiter so. Oh, haben wir es geschafft. Okay. Minderwertigkeitskomplexe. Sehr schön. Haben wir es auch geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und eine Truhe. Nein,
Ich habe die Taste gedrückt. Doof, 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 doof. Wie kann ich diese Schiffe an hier wieder frei zur Verfügung? Also da lasse ich nicht Nein sagen. Das ist nichts, na gut. Hey, Freunde! Ja, immer, oder? Durch das Pferd. Wow. Na schön, dann wird's dir letzte sein. Hey, mein Freund, sie werden leider hinscheiden. So, ganz gemütlich. Schon wieder 5000 Pfund. Woher kommt das Zast auch immer wieder? Da fragt man sich. Ein Dieb, ein Dieb, ein Dieb, ein Festschmarrn. Der Typ ist ja so langsam. Ah. Wenn du den Rahmen verlierst, dann... Ein gewöhnlicher Krimineller? Das lassen wir nicht auf uns sitzen, oder? Gewöhnlich ist bekanntlich ungewöhnlich. Und nun geht's weiter mit dem Pferdchen. Wir wollen ja zu der Truhe. Oh, sorry, Pferd, weil ich dich kurzerhand ein bisschen irritiert habe. Hier durch diese hohle Gasse musst du gehen. Durch diese hohle Gasse kam der einzige Glöckner Notre Dame und wo auch immer. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben es ja wieder mal versucht, uns irgendwie da durchzuschlängeln hier. Wir haben es auch irgendwie geschafft. Und manchmal ist es hier schon ziemlich eng in der ganzen Sache. Weiter so. Langsamer. Wir müssen hier durch. Ist ja angenehm. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Leute umgenietet oder Boy. Die waren wir auch schon irgendwo, irgendwann. So, und nun diesen hier. Auch ist doch gleich um die Ecke. Eckort. Oh, nun gut, 31 Meter. Boah, jetzt ist doch viel zu lange hier. Da möchte ich lieber gerne mit meinem Motorfahrrad irgendwo hingleiten. So, und hier haben wir... Hier geht's. Boah. Und wieder. Rein in die... Das Pferd ist heute wirklich robust gebaut, muss ich wirklich sagen. Da gehe ich über so ein Pferd da. Hopp, rüber. Und tschüssi. Was habt ihr? Lampert, ich habe euch 100% ausgenockt. Also, befreit. Hier ist ja noch ein Trüchen, das... Ich wollte das holen, nicht die Map zu tun, wie immer eigentlich. So, jetzt, ich doch nicht. Mal kurz rechts überholen, das darf man ja in London. Und wieder durch diese hohle Gasse. Nein, nicht durch die hohle Gasse, sondern durch
einen Weg. Und wieder. Das gelingt mir nicht. Das gelang mir leider Gottes nicht. Irgendwo hier klimpert's doch mit Gold. Dann machen wir kurze Hand da im Kampf. Wenn wir schon hier sind. Ja, meine Freunde. Das ist echt beschissen. Hey, Freunde. Schon wieder hier. Was habt ihr hier? Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich sterbe vor Langeweile. Jetzt aber in den Ring mit dir. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Na, mein letzter Kampf wird es wohl sein, wenn ich hier den letzten getötet habe. Entzückt. Absolut entzückt. Machen wir noch weiter. Ui. Ich werde dich gerne aufsetzen. Wow, wir sind ja Level 5, das passt sehr gut, denn wir haben hier Level 3, ja. Und ich glaube, der letzte wird auch Level 6 sein. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob eine perfekte Runde das sein sollte. Das sollte euer Tod sein, meine Herren. Ah, da kommen noch mehr Leute. Und nun, mein Freund. Bestimmt. Also Knochenbrechen wird bei mir eher schwieriger sein, denn ich habe keine. Ach so, das stimmt, wenn wir hier... Der wird mich nicht brechen, der wird mich, eher gesagt, einfach nur blamieren. Das tut schon wirklich weh hier. Hey, jetzt kriege ich eigentlich mal einen, der gleichwertig ist hier, aber der geht auch schon flöten. Das ist ein bisschen fies. Ja, es könnte gut sein. Oh, wir haben nur 2000. Oh. Wenn er angreift, dann hole ich mir den Typen. Oh. Hey! Ja, ja, mit deiner aber auch. So, wer hat hier noch? Wer will hier noch? Wer hat noch zu wenig, besser gesagt? Das wird noch schwierig hier. Wow! Hey! Das war aber hier ein tollkühner Griff in den Hintern, meine Damen und Herren. Ja, das ist der letzte, der Typ hier rumliegt. Ein spektakulärer Kampf, my lady.
Meine Freunde, jubelt so laut wie ihr könnt für unsere neue Meister. Nein, misch doch gleich mal Stocke. Da haben wir doch jetzt gemeistert, denn. Oh! Warte mal kurz. Oh, 5 Runden. Maximale, hä? Nein, wieder nach oben. Wir können nicht nach oben, weil die Kiste Truhe da liegt. Na, tolle Wurst. Und nun öffne! Das war mal einer, hä? Das war mal ein. Aussichtspunkt. Und dafür steckt sich Platz in Helix oder was? Oder wie? Nö. Ah, meine Freunde, ich denke, heute haben wir schon ziemlich viel gemacht. Wir haben schon 2000 wieder zubekommen, indem wir nur kurz dann gekämpft haben. Und ich denke, wir können hier ein bisschen upgraden bei den. Ja, bei den Herren hier. Und. Fortgeschrittene. Oh, 10.000. Ullalalala. Also, ich glaube, bei denen machen wir dann auch mal kurz alles einholen und alles einsammeln. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Kutschensabotage? Verringert die anfängliche Gesundheit. Das ist aber nice. Sehr schön. Und das, meine Freunde, das holen wir doch erst in der nächsten Episode. Viel Spaß. Wir sehen uns. Bis dann.